Eine Gonarthrose kann man auch Kniegelenksverschleiß nennen. Bei so einem Kniegelenksverschleiß kommt es zunächst zu einer Veränderung des Knorpels. Das heißt, die Knorpeloberfläche wird rauer und die Knorpelsubstanz wird dünner. Im weiteren Verlauf dieser Erkrankung kommt es dann zu einer Veränderung des Knochens. Das heißt, es werden Randanbauten gebildet am Gelenk. Patienten merken dann auch, dass das Gelenk breiter und dicker wird. Und es kommt zu einer Verdichtung des Knochens. Und mit diesen Prozessen tritt dann auch eine Reizung der Gelenkinnenhaut auf. Und das führt zu entzündlichen Reaktionen, die sehr schmerzhaft sind für den Patienten. Oftmals kennen wir die genaue Ursache der Erkrankung nicht. Es treten dann diese eben genannten Beschwerden bei Patienten in höherem Lebensalter auf oder auch bei Menschen, die sich vielleicht vermehrt belastet haben, sei es bei der Arbeit oder beim Sport. Es gibt allerdings auch Fälle, wo man sehr wohl eine Ursache benennen kann, die sogenannte sekundäre Gonarthrose. Diese tritt auf nach Verletzungen, wenn zum Beispiel ein Gelenk gebrochen war und dadurch der Knorpel später geschädigt wird, oder als Folge von schwerem Übergewicht, von schweren Fehlstellungen oder auch als Folge von Stoffwechselstörungen wie bei einer Zuckerkrankheit. Typisch für die Gonarthrose ist der sogenannte Anlaufschmerz. Das heißt, nach längerem Sitzen treten zunächst Beschwerden auf, die dann nach einem Warmlaufen weniger werden. Typisch sind auch ein Knirschen und ein Reiben des Gelenkes bei Belastung. Und bei schmerzhafter Entzündung kommt es zu einer Rötung und Schwellung des Gelenkes. Und natürlich sind diese Beschwerden auch bei größeren Belastungen wie Treppensteigen oder dem Tragen von schweren Lasten vermehrt. Wichtig ist aber zur Kenntnis zu nehmen, dass nicht immer diese Beschwerden auftreten, wenn man eine Gonarthrose hat, sondern dass es durchaus auch beschwerdefreie Phasen gibt und dass das Ganze für den Patienten beeinflussbar ist. Man unterscheidet 4 Grade eines Knorpelverschleißes am Kniegelenk. Wir sehen hier die unterschiedlichen Gelenkflächen, das innere und das äußere Kompartiment des Kniegelenkes nennt man das und dann noch den Bereich hinter der Kniescheibe, der betroffen sein kann. Und diese Knorpelflächen können zunächst leicht erweichen. Erweichen wäre dann das erste Stadium einer solchen Knorpelveränderung. Es können sich dann oberflächliche Aufrauungen und feinere Risse bilden, das wäre das zweite Stadium. Im dritten Stadium hat man tiefe Risse und schon einen deutlicheren Substanzverlust vom Knorpel. Und das vierte Stadium beschreibt dann also einen Verlust der Knorpelsubstanz über dem Knochen, sodass dann im Endstadium dieser Gonarthrose tatsächlich Knochen auf Knochen reiben kann. Wesentlich ist aber wieder die Feststellung, dass diese 4 Grade der Arthrose und des Knorpelverschleißes nicht zwangsläufig mit den Beschwerden des Patienten einhergehen. Es gibt also Patienten, die haben einen nur leichten Verschleiß und für eine gewisse Phase stärkere Beschwerden. Und es gibt Menschen mit einem fortgeschrittenen Verschleiß, die nahezu beschwerdefrei sind. Der Krankheitsverlauf ist also wellenförmig und kann vom Patienten und vom Arzt durch therapeutische Möglichkeiten beeinflusst werden.